Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem neuen Vier-Elemente-Orakel, wenn es heißt Liebe, Feuerzeichen, Widder, Löwe und Schütze, egal ob ihr Sternzeichen seid oder Aszendenzzeit seid. Heute schauen wir in euren Herbst, sprich in eure Themen, ja in Bezug auf die Liebe, Liebe natürlich, auf den Beruf, auf Finanzen. Was mögen uns die Karten für euch, liebe Feuerzeichen? Ja, jetzt letztendlich sagen, was möchten Sie für Hinweise geben, was für Signale, auch was wichtig jetzt ist im Herbst für euch. Ne? Das ist auch ganz, ganz spannend, da mal zu sehen. Ich lege jetzt das große Blatt gleich, wie immer, und dann schauen wir für euch, liebe Widder, Löwen und Schützen, was da auf euch zukommen möchte. Ihr wisst aber, ihr Lieben, es ist trotzdem ein allgemeines Orakel. Es kann passen und die Energien werden auf jeden Fall in die Richtung gehen, aber dem einen geht es halt schneller, bei dem anderen langsamer. Der eine hat die Themen, der andere hat diese Themen. Also es ist schon auch individuell zu betrachten. Deswegen freue ich mich total, wenn ihr mich kontaktiert. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse und auch in den Kanalinfos. Und dann kontaktiert mich sehr gerne für einen Termin und dann machen wir das große Blatt oder lege ich das große Blatt für euch dann auf eure speziellen Themen und dann können wir auch wirklich dann ganz ins Detail gehen, auf eure persönliche Situation dann auch. Ne? Meine lieben Abonnenten begrüße ich natürlich auch recht herzlich, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ja, euch Neuen begrüße ich auf jeden Fall auch ganz doll und freue mich, dass ihr hier zu meinem Kanal gefunden habt und hoffe auch, dass ihr hier bleibt. Das würde mich natürlich mega freuen. Deswegen hinterlasst doch bitte auch ein kostenloses Abo und vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr niemals ein Video. Bei mir gibt es jeden Tag einen Tagesimpuls, es gibt Wochenorakel, Vollmond, Neumondorakel, es gibt Monatsorakel für Liebe, Beruf und Finanzen natürlich, es gibt Jahreszeitenorakel und. Schaut einfach mal unter dem Button Videos mal nach, da ist bestimmt auch was für euch dabei. Ja, und zum Schluss, das sage ich auch immer wieder und das sage ich auch sehr, sehr gerne, weil ich will nicht sagen, dass es oftmals auch vergessen wird, aber das ist einfach mein Dank und meine Wertschätzung, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst. Ne? Kommentare natürlich auch herzlich willkommen. Aber ich würde sagen, ich starte jetzt mal, liebe Feuerzeichen. Also wie gesagt, egal ob ihr Sternzeichen, Feuerzeichen seid, also Widder, Löwe, Schütze oder halt ein Aszendent, es gilt für euch auf jeden Fall. Was mögen uns die Karten für euch, liebe Feuerzeichen, jetzt für den Herbst 2020 sagen? Was ist jetzt für euch genau wichtig? Wo steckt ihr sozusagen drin, in was Liebe, Liebe betrifft und natürlich auch Beruf und Finanzen? Was wollen uns die Karten mitteilen? So, ich mache gleich wie immer drei Stapel und wir gucken mal da drunter. So, der Schlüssel ist direkt rausgefallen, die Sicherheit, schön. Wir schließen vielleicht was ab und schließen wieder was auf. Und Sicherheit gibt uns natürlich auch, die Sicherheit halt. Aber auch die Sicherheit und die Harmonie ist auch nochmal rausgefallen. Aber die Sicherheit ist auch so, die bestätigt uns dann nochmal in dem, was wir dann auch als Thema haben und was wir halt auch tun. So, ich mache drei Stapel und wir schauen mal drunter. Das mache ich ja beim großen Blatt. Wir haben den Sarg, wir haben den Beruf oder die Verankerung und den Neuanfang. Ja, ihr Lieben, so, das ist jetzt erstmal allgemein auf Liebe und Beruf. Deswegen, die Berufskarte kann auch eine Verankerungskarte, eine tiefe Verankerung sein, auch in Verbindungen. Hier kann sein, dass etwas, was zu Ende war, im Beruflichen oder auch im Privaten, wird wieder einen Neuanfang haben. Ein Wachstum wird sich daraus vielleicht kristallisieren. Ne? Also irgendwo, wo ein Ende war, geht es auf jeden Fall, weil das ist ja auch schön hier auch nochmal gespiegelt in dieser Dreierkombination. Da, und das ist, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe oder auch in anderen Orakeln immer wieder sage, ne? wo ein Ende ist, ist auch ein Wachstum, ein Neuanfang. Und das kann beruflich sein, aber es kann auch so in Verbindungen sein, in Verankerungen. Wir schauen mal nach, was uns die Karten sagen möchten. So, ich lege erstmal aus. Okay, wir starten auf jeden Fall hier mit der ersten Karte, mit der Plötzlichkeit. So, und ihr lieben Herren, ich muss euch darauf aufmerksam machen, wie immer, ihr seid in diesem Kartenbild mal wieder die Frau. Tut mir leid, aber hier gucken nun mal mehr Frauen zu. Und deswegen ist es für mich einfacher, wenn ihr eine private Legung habt oder bucht,
Dann seid ihr natürlich auch bei mir ganz klassisch der Mann in der Karte. Ansonsten ist hier der Mann der Herzmensch, egal ob männlich oder weiblich. Ne? Das münzt ihr auf euch um. Hier sind wir. Also, liebe Männer, ihr seid auch diese Frau hier. Ne? Das hört sich immer so krass an, aber ich denke, ihr habt schon wahrscheinlich die meisten ein paar Legungen von mir gesehen und ihr wisst es dann auch. Und die nicht, die wissen es halt jetzt. Aber wie gesagt, liebe Männer, wenn ich für euch alleine gucke, dann oder ganz individuell das große Blatt lege, dann seid ihr natürlich auch hier der Mann. Okay, ich schaue jetzt erstmal mal, ob ihr soweit das sehen könnt, weil es ist mir ja auch immer sehr wichtig bei anderen, dass ich was sehen kann, auch wenn die Kartendeutungen natürlich auch bei jedem etwas anders sind, weil jeder hat so seine Gewürze, die er mit reinbringt, wie ich das immer so schön sage. Ne? Aber trotzdem finde ich es immer wichtig, was zu sehen oder beziehungsweise auch ein bisschen selber auch da ein bisschen zu deuten. Aber ich glaube, ihr könnt es so ganz gut sehen. Hier ist das Kind, der Wachstum, falls ihr das nicht so sehen könnt. Und die hatten wir ja gerade auch schon hier, die Karte. So, wir schauen uns zuerst mal hier die Eckkarten an. Ich gucke jetzt nochmal, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Genau. So, die Eckkarten, die finde ich immer ganz wichtig. Die erste Karte sowieso, das ist die Plötzlichkeit. Irgendwas wird hier plötzlich kommen, plötzliche positive Nachrichten. Die Sense liegt im Hause des Reiters, in der schnellen positiven, in den schnellen positiven Aktivitäten, in den schnellen positiven Botschaften, die jetzt wirklich plötzlich kommen. Und die bringen uns die Klarheit. Hier ist die Sternkarte, die Spiritualitätskarte, die Erfolgskarte. Und letztendlich hier kommt der Wachstum. Vielleicht auch Neuanfang. Und das mit Treue und Loyalität. Ist das nicht schön? Also, ihr Lieben, es kann natürlich auch sein, dass jemand hier, so wie ich, spirituell arbeitet, ne? Und da kommt dann plötzlich, kommt hier mehr Wachstum und wir können wieder dran glauben. Vielleicht hat irgendwas resigniert oder auch stagniert, ne? Also es kann gut sein, dass wir auch nicht mehr so den Glauben hatten, aber jetzt können wir wieder ganz uns darauf verlassen, dass hier Neuanfang kommt mit dem Glück, weil wie gesagt, Spiritualität ist die Erfolgskarte. Und im Hause der Spiritualität haben wir hier auch die Wolken, also auch die Klarheit hier mal wieder. Ne? Also noch sind vielleicht, ne, wir sind ein bisschen noch im Zweifel, ob das alles so sein wird. Ich sage es auch gleich warum, weil wir schauen auch da rein. Aber letztendlich ist es so, dass hier wirklich sehr schön plötzlich hier Erfolge kommen, Klarheit kommt. Egal, ob ihr spirituell arbeitet oder woanders. Ne? Es ist eine hohe Erfolgskarte mit Neuanfang und das können wir auch glauben. Wir können auch dran glauben. Und ich habe ja gerade schon gesagt, ne? Es kann gut sein, dass dadurch, dass im Hause Spiritualität in dieser Klarheitskarte oder auch Erfolgskarte hier noch ein bisschen die Wolken sind und wir auch noch reinschauen, kann es gut sein, dass wir gar nicht dran glauben können, dass es jetzt wieder den Aufschwung nimmt. Ne? Egal, ob wir gucken jetzt gerade global, ob Beruf oder Liebe. Es kann gut sein, dass wir daran gar nicht mehr glauben, dass es wirklich wieder, ja, ich sag mal, wieder in unsere Treue gehen können, dass wir wirklich wieder diese Leidenschaft vielleicht auch zum Job oder halt auch, ne, in der Liebe, wie auch immer, da letztendlich vertrauen können, weil wir haben im Haus des Hundes noch die Berge, aber die liegen hinter uns, ne? Und das finde ich auch ganz gut, ne? Also diese Kombination vor allem mit der Erfolgskarte da drüber, mit den positiven Nachrichten, die auch direkt bei uns drüber sind und die plötzlich kann es eigentlich in Anführungsstrichen auch nur gut werden. Also alles, was so in Herzensdingen auch uns jetzt gerade so berührt, da ist noch so ein bisschen, ne, wo wir sagen, ne, belastet uns noch ein bisschen, weil wir haben im Hause der Blockaden haben wir noch hier das Herz und wir gucken gerade in dem Moment noch global. Es kann wirklich sein, dass das jobbedingt ist oder auch in der Liebe bedingt ist, dass wir da noch nicht ganz glauben können, nicht ganz vertrauen können, ne? Dass das alles ja auch so ist oder dass wir auch mit ehrlichen Menschen, Personen zu tun haben, die uns auch Gutes wollen oder der Job uns auch was Gutes möchte, ne? So, jetzt schauen wir mal rein, wo wir gucken in die Klarheit. Wir haben schon direkt hier die helle Seite, ne, mit bei den Wolken. Das heißt, wir bekommen ganz viel Klarheit und die kommt zu uns ins Private durch Nachrichten. Ne? Die Nachrichten bringen uns dann auch, ich will nicht sagen, ja klar, aber uns auch in Veränderung, ne? Weil wir haben den Berg dann hinter uns gelassen. Wir können wieder klarer sehen. Und die Nachrichten bringen Veränderung und
Hier kann gut sein, dass irgendwo, wo ein Ende war, wird es wieder halt umgedreht. Und das ist so interessant, die ganzen Orakel, wir haben ja allgemeine Energien und deswegen zeigen sich diese Energien halt auch ständig. Es wäre auch fatal, wenn ein großes Blatt, was man legt, total anders bei den Legungen wäre, weil wir haben ja nun mal die allgemeinen Energien, wir haben das Kollektiv hier. Und es kann gut sein, dass irgendwo, wo ein Ende war, wird es wieder einen Anfang geben. Und das hier entweder, das, also die Fische sind ja entweder für die finanzielle Fülle oder aber auch die emotionale Fülle, was sich hier eine Veränderung geben kann, wo wir Nachrichten bekommen. Und im Hause, und jetzt fange ich mal an, in Bezug auf den Beruf mal zu gehen, weil das kommt mir gerade, es ist immer so, wie ich es gerade so im Kopf bekomme. Im Hause der Nachrichten, und Nachrichten können entweder schriftlich sein, mündlich sein, auch per Telefon sein, haben wir die Berufskarte. Das heißt, wir bekommen bezüglich dieses Berufes bekommen wir Nachricht. Und auch wenn der Beruf uns noch hier Blockaden auch verursacht, weil wir nicht wissen vielleicht, ne, was wir machen sollen, wie wir entscheiden sollen, vielleicht auch wie das Unternehmen entscheidet, auch Kurzarbeit und. Oder wollen wir wechseln, wollen uns selbstständig machen, ist das richtig? Aber wir haben hier darüber die Erfolgskarte, die wirklich die höchste Karte hier, die Spiritualität. Also die Sonne ist ja die allerhöchste Karte im Ländermoor, die Glückskarte, aber das ist eine Erfolgskarte, weil wir Klarheit sehen und wir bekommen durch die Spiritualität, durch die Sichtweisen auch in den Zwischenzeilen, wie ich es immer so schön sage, bekommen wir hier auf jeden Fall auch, ja, ich sag mal, für uns dann wieder hier, dass wir wieder nach vorne gucken können und das mit positiven Nachrichten. Und auf dem Reiter liegt ja die Sense, also schnell. Im Hause der Sense liegt das Geld. Also hier kann hier wirklich schnell das Geld auch kommen, auf was wir warten, was vielleicht uns zugesprochen war, was wir aber letztendlich nicht bekommen haben. Und hier geht ja das Ende in den Verlust und kommt dann zur Veränderung. Und wir bringen ja bezüglich Beruf, und Beruf bringt ja oftmals Geld mit sich, bekommen wir ja Nachrichten. Das heißt, für mich hier kann es gut sein, dass es hier auch Gelder jetzt doch fließen, die nicht fließen sollten, in Anführungsstrichen. Ne? Also sprich, die schon sozusagen abgeschrieben wurden von uns oder vielleicht auch vom Unternehmen her. Aber schaut mal, wir haben die Diagonale hier zum Geld mit dem Glück und mit der Stärke hier. Ne? Sprich auch hier, es kann auch sein, dass ihr von einem, einer Machtperson, also das kann auch eine Personalabteilung sein, die euch informiert, dass die Bewerbung angekommen ist. Also jemand, der euch in dem Moment wichtig ist, der eine wichtige Botschaft zu verkünden hat. Da kann sein, dass da auch Gelder kommen. Vielleicht auch von dem Arbeitgeber, ne, wo endlich Glück da ist, weil das Wachstum auch und die Treue dran und auch Gespräche über Geld finden statt. Ne? Und endlich können auch diese blockierten Gespräche, ne, diese Gespräche, die vielleicht, weil das ist jetzt hier auf dem Unternehmen, oder halt, wenn Selbstständigkeit hier angesagt ist bei euch, dann kann das mit Kundengespräche sein. Die können blockiert gewesen sein. Sprich, da kann vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Ende gewesen sein. Ne? Das wird aber wieder aufgehoben und das mit Sicherheit. Also es kommt vielleicht mit einem Kunden oder mit einem Arbeitgeber gibt es neue Verhandlungen, neue Gespräche, wo neue Gelder rauskommen können. Ne? Weil die Blumen sprechen ja oftmals auch für Bonus, also etwas Schönes, Anerkennung, Lob, vielleicht auch eine Weiterbildung alles. Ne? Im Hause der Weiterbildung und auch das im Verborgenen, was wir noch nicht wissen, ist die Balance, das Gleichgewicht. Also sprich, das bringt uns auch wieder weiter. Und letztendlich, die Blumen sind auch im Alltagsglück, ne? Also sprich, das ist das kleine Glück, das sind auch kleine Gelder. Und die sind uns wichtig, weil im Hause des Herzens liegt hier nun mal auch das Alltagsglück, ne? Was auch heißt, dass ich kann meine Rechnungen bezahlen, ne? Ich kann wieder in Anführungsstrichen auch mit dem Herzen nach vorne schauen. Also sprich wieder, ich habe wieder Glauben, Hoffnungen auch jobmäßig und geldermäßig vor allen Dingen. Ne? So muss man das halt auch sehen. Im Haus des Geldes haben wir den Herzmensch. Das kann aber auch wirklich ein Hinweis nochmal sein, dass wir letztendlich die Kraft, egal ob wir Mann oder Frau sind, die Kraft des Mannes auch einsetzen sollen. Also sprich unseren Mann, auch wir Frauen stehen sollen. Ja, die sehr emanzipiert sind und das sehr stark leben, die werden sich jetzt ein bisschen angegriffen fühlen, aber so meine ich das halt nicht, sondern einfach diese Stärke mehr nach außen hin leben und was durchsetzen. Man sagt ja den Männern nach, sie können sich meistens mehr durchsetzen, ob das so ist oder nicht, sei es dahingestellt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die Karte, die signalisiert aber so die Charaktereigenschaften und damit kommt ihr vielleicht auch zu mehr Geld, wenn ihr euch da durchsetzt. Ihr habt neue Möglichkeiten und das hier auch mit Harmonie, mit Balance, mit dem Schönen, dass ihr wieder letztendlich hier euch auch
ja, ich sag mal so wirklich im Gleichgewicht fühlen könnt. Und das hier auch mit dem schnellen Alltagsglück, ne? Und das Alltagsglück, ne, ohne etwas Geld kann ich Alltagsglück auch nicht bestreiten oder es wird schwierig, ne? Auf jeden Fall in den Gesprächen, letztendlich, wir gucken gerade auch im Punkto Geld, wird auf jeden Fall das Glück bei euch sein. Also wenn ihr hier Gehaltsverhandlungen, ne, also wenn ihr diese vier Karten jetzt mal kurz seht, wenn ihr Gehaltsverhandlungen führen müsst, wollt, die können plötzlich stattfinden über Gehaltserhöhungen und das mit Sicherheit. Und das Ende hier oder wo ihr gedacht habt, nee, da komme ich nicht weiter, das wird jetzt weitergehen, weil da ist das Glück auch wirklich hier auch in Herzensangelegenheiten. Also sprich, einen Job sollte man mit Leidenschaft auch irgendwo machen, da sollte man sein Herz auch dranhängen. Und deswegen können ja die Gelder kommen und im Haus des Sarges haben wir die positiven Nachrichten, die plötzlich kommen. Und das sagt für mich hier auch plötzlich in Bezug auf Geld. Ne? Das kann hier wirklich erstmal eine kleine Einmalzahlung sein, aber hier können ja auch ganz große Verhandlungen auch stattfinden, die hier in die Transformation gehen. Im Hause ist es der Ruten, in der Tacheles-Gesprächen liegt der Sarg. Ne? Und das muss man nicht so sehen, okay, das Gespräch geht jetzt zu Ende und man ist in Anführungsstrichen genauso schlau wie vorher. Das würde ich nicht sagen, weil hier geht letztendlich nicht das, was man nicht mehr oder nicht mehr dran geglaubt hat oder was man zu verloren gedacht hat, was einen auch Aufregung gebracht hat, weil im Hause der Mäuse liegen nun mal die Eulen und im Hause der Eulen liegen die Mäuse. Das kann sich jetzt revidieren. Das kann jetzt durch positive Nachrichten im Sarg, es kann es jetzt wirklich wieder positiv werden. Und wie gesagt, wenn der Sarg neben der Sonne ist, ist sowieso hier das Große, nur das große Ganze ist auf jeden Fall, steht für euch bereit. Und wie gesagt, das Schöne noch darüber, die Überraschungen. Und im Hause der Sonne haben wir das Schicksal. Ne? Im Hause des Schicksals haben wir den Neubeginn, den Wachstum. Im Hause des Kindes haben wir hier die Veränderung. Und wir liegen in der Veränderung auch, ne? Im Hause der Veränderung. Also wirklich sehr, sehr schön. Ne? Gerade auch, wir liegen in der Diagonalen hier, wenn wir jetzt gerade Beruf gucken, wir liegen in der Berufsverankerung mit dem Unternehmen. Also wir sind auch noch verbunden mit einem Unternehmen. Oder ihr Selbstständigen, ihr seid in eurem Job richtig, ne? Weil ihr mögt es halt auch gerne. Ne? Das ist für euch wichtig, ne? dass ihr auch mit Unternehmen auch letztendlich Verträge schließen könnt. Hier dazu kommen ja die positiven Nachrichten, die Klarheit bringen, die kommen ins Haus, ne? Die uns endlich auch wieder in die Gefühlsebene bringen können, weil vertragliche Verbindungen im Job, egal ob Kundenverträge oder wirklich Angestelltenverhältnisse sind ja für uns wichtig, ne? zum Leben auch. So, die mittlere Linie gucke ich mir ja auch nochmal immer an. Wir haben hier die Verbindung, wir gucken gerade bei Beruf, wir bekommen beruflich hier die Nachrichten, wir haben im Hause der Nachrichten den Beruf. Ja, und kann sein, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die uns ein bisschen hier, ja, ich sag mal, ein bisschen Unruhe auch bringen, die auch vielleicht Verluste bringen, weil wenn wir was Altes im Beruf loslassen oder abgeben oder verändern, dann haben wir auch Verluste, ne? Oder vielleicht macht es uns wirklich auch Angst, was Neues anzufangen, wegen der herausfordernden Zeit, ne? Aber es kommt aus der Öffentlichkeit und es kommt gut und letztendlich können wir auf jeden Fall sehen, dass die Komplikationen, die sind hier noch da. Also sprich, wir sind noch in diesem, ja, in diesem Kreislauf, will ich nicht sagen hier, dass wir Umbrüche, ne, ja, nicht geradlinige Wege gehen, weil es im Hause der Sicherheit ist. Das ist noch da, aber letztendlich müssen wir es so sehen, im Hause der Schlange haben wir das Unternehmen schon mit den positiven Nachrichten. Das heißt für mich, und darüber ist das Alltagsglück mit den Entscheidungen, dass es auch mit Sicherheit, ne, also doppelt gemoppelt hier auch wieder rausgehen kann. Und das ganz schnell halt hier auch aus dem Außen her, ne, was uns wieder dann auch wirklich in unsere Kraft bringt, ne, wenn ich jetzt hier wieder die männliche Kraft sehe. So, jetzt schauen wir uns aber nochmal auch die Liebe an. Auf der Liebe liegt das Alltagsglück. Und im Alltagsglück haben wir die Blumen, das Schöne. Also sprich, Liebe im Alltag zu leben, finde ich sowieso ganz klasse. Ne? Immer nur die rosarote Wochenendbeziehung, wo alles toll ist und man nie einen Alltag zusammen erlebt, ist auch nicht schön. Ne? Kann sein, dass es hier auch Veränderungsprozesse gibt, ne? Dass man hier endlich mal wieder in diese Veränderung kommt, ne? Sprich, dass man wieder tiefe Gefühle leben darf. Man spricht darüber, egal ob ihr in schwierigen Konstellationen seid oder gerade am Anwandeln seid, ne? Kommen ja diese Gespräche mit Sicherheit über vielleicht auch Neustarts mit Ex-Partnern, ne? Haben wir in den anderen Orakeln auch schon drin gehabt, die mit Glück in der Liebe hier sind. Vielleicht wisst ihr das noch gar nicht so sehr. Vielleicht seid ihr auch ganz aufgeregt und denkt euch, vielleicht müsst ihr euch auch entscheiden.
entscheiden. Ne? Vielleicht gibt es mehrere Männer oder Frauen, ne? Wenn es halt Ex-Geschichten auch noch gibt, was mache ich? Und das macht euch auch so ein bisschen Kopfkino. Ne? Das kann gut sein. Manchmal muss man auch was, auch in der Liebe was gehen lassen, um auch neue Anfänge. Und ihr Singles, damit meine ich euch auch nochmal speziell. Es kann gut sein, dass ihr hier wirklich eure Ängste für eine Beziehung auch endlich da lassen solltet. Ne? Weil ich sage mal so, die Isolation, ihr lieben Singles, die liegt hier auf den Komplikationen, auf den Umwegen. Damit kommt ihr nicht weiter. Ne? Das bringt nichts. Und wie gesagt, die Schlange liegt im Hause des Schlüssels. Ne? Das heißt, ihr müsst da abschließen, um was Neues starten zu können. Ne? Und dann könnt ihr auch hier die positiven Aktivitäten empfangen. Dann könnt ihr im Außen auch das Ende wieder revidieren und sozusagen neu leben. Nicht unbedingt mit Ex-Partnern, so wie ihr euch entscheidet. Ne? Letztendlich, ob es ein Ex-Partner, Partnerin sein soll, das ist letztendlich dann dahingestellt. Aber letztendlich gibt es da schon, dass ihr das bearbeiten solltet für euch nochmal. Ne? Vielleicht auch nochmal hier Gespräche mit jemandem darüber führen, was euch da überhaupt hingeführt hat, dass ihr so isoliert seid, dass ihr so in dieser Trennungsphase noch drin seid extrem. Weil wenn ihr das besprecht, egal, wenn ihr hier richtige Gespräche führt, vielleicht auch nochmal mit Ex-Partnerinnen, ne, was dann endlich auch euch dann in sozusagen transformieren kann und ihr wieder ja, nach vorne schauen können mit den positiven Aktivitäten und das plötzlich. Ne? Und ihr seid vielleicht wieder frei für die Liebe. Dann habt ihr hier das große Glück. Ihr habt hier auf dem Herz Menschen, wenn ihr noch keinen habt. Und auch wenn ihr jemanden habt, habt ihr hier die Treue. Ne? Ihr zweifelt noch ein bisschen sehr stark daran, weil vielleicht gab es auch Geschichten, die euch dazu auch veranlasst haben. Ne? Weil auf dem Hund haben wir hier noch die Blockaden. Und im Hause der Blockaden haben wir das Herz. Aber im Hause des Herzens haben wir direkt das Alltagsglück. Also es kann alles auch bei den Singles schnell kommen, ne? Weil das ist auch eine schnelle Karte. Hier mit Überraschung, mit dem Schönen, mit den Sternen, mit der Klarheit. Im Hause der Blumen liegen die Sterne mit der absoluten Klarheit. Es können die Unklarheiten rausgehen. Vielleicht auch wirklich, wenn ihr in der Trennung seid, dann kann da hier nochmal drüber gesprochen werden, über die Gefühle. Ihr könnt nochmal hier alles drehen, wenn ihr das wollt, wenn ihr die Entscheidung treffen wollt. Auf jeden Fall im Hause der Verbindungen habt ihr hier die neuen Wege, die neuen Möglichkeiten, die Änderungen auch, ich sag mal, die Routenänderungen. Ne? Also ihr habt wirklich da auch Möglichkeiten, Neustarts zu machen und ihr habt im Hause des Schicksals hier Neustart und im Hause des Kindes haben wir hier die Veränderung. Ne? Und daneben direkt halt das Glück. Ne? Und schaut mal die Diagonale auch in der Verbindung an. Ne? Man hat hier die Verbindung, kommt ins Haus mit Entscheidungen, ne? Die gefällt werden müssen, die besprochen werden müssen, auf jeden Fall. Ne? Ihr müsst also schon schauen, ob so Verankerungen alles, ob das alles so richtig ist. Ne? Redet mit eurem Herzmenschen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, weil der Fuchs schaut da drauf und es kann gut sein, dass euch irgendwas noch pieksen wird, was nicht so ganz hier gut gelaufen ist. Ne? Aber letztendlich schaut auch der Herzmensch hier in den Neuanfang. Er möchte das, er möchte auch die Veränderung, er oder sie, ne? Entschuldigt bitte, möchte das auch. Aber wichtig ist hier, Sachen noch zu klären. Oft im Hause des Fuchses sind die Nachrichten. Vielleicht gab es hier irgendwelche auch Missverständnisse oder es gab halt irgendwas, was offengelegt wurde, was nicht so schön war, wo ihr wirklich vielleicht eine Enttäuschung hattet oder vielleicht auch einen Betrug oder, ne? Aber letztendlich, ne, könnt ihr das auch drehen, indem ihr halt wirklich auch über die Trennung, wenn es eine gab oder wenn es halt wirklich, ich sag jetzt mal, ja, ihr vielleicht auch gerade so eine, also nicht Trennung in dem Sinne, sondern vielleicht auch eine Pause eingelegt habt, könnt ihr darüber sprechen und das Glück ist da, ne? Ihr könnt es sozusagen drehen und das mit Sicherheit, also das Ende drehen. Und wie gesagt, am Ende haben wir die positiven Nachrichten und die liegen direkt über uns. Also schaut, wichtig ist in der Liebe, also Singles, liebe Singles, bei euch ist es definitiv so, ihr könnt das große Glück mit jemandem hier finden, der treu ist. Aber wichtig ist auch noch hier an euren Blockaden zu arbeiten, mit jemandem vielleicht sprechen über Trennungen, die nicht so ganz gut verarbeitet wurden, über irgendetwas, was euch noch belastet. Das finde ich auch ganz wichtig. Vielleicht könnt ihr im Außen entweder mit Freunden, Freundinnen oder mit Familienmitgliedern oder halt mit der Person selber nochmal sprechen, ne? Um da auch vielleicht wieder an Herzmenschen auch zu glauben, ne? Und nicht, wenn sofort jemand da ist, der euch vielleicht die Treue und alles signalisiert, ihr sofort eine Schranke aufmacht, ne? Und die Blockaden wieder zum Vorschein kommen. Das ist nicht gut, ne? Weil ihr habt hier die Möglichkeit, sehr schön, wenn ihr die Diagonale nochmal seht, hier auf dem Herzmenschen die Treue, die Loyalität, mit dem Glück, ne? Und natürlich
ist das, was ne, sind Verluste vielleicht da gewesen oder Zweifel oder Ängste auch? Letztendlich ist die Glückskarte am wichtigsten. Und vor allen Dingen hier in Bewegung kommt endlich diese ganzen Zweifel und so, die gehen hier raus, weil das Schiff, das ist, zeigt Bewegung und das mit Sicherheit. Ne? Und daneben die Partnerschaft mit der Veränderung, mit Kommunikation und allem. Also sehr, sehr schön auch in der Liebe. Also wir haben ja verschiedene Sachen. Wir haben jetzt, ich mache noch mal zum Schluss ja immer so ganz schnell noch mal irgendwas, weil ich könnte ja Stunden noch rösteln dir und Diagonalen ziehen und korrespondieren und spiegeln. Aber ich schaue jetzt mal, ich spiegel noch mal den Beruf. Und der Beruf ist mit den ernsthaften Gesprächen, ne? Über Veränderungen. Ne? Also sprich über irgendwas auch vielleicht, was ein Ende haben soll oder was jetzt in die Transformation gehen soll oder halt noch mal geändert werden soll. Ihr bleibt doch bei dem Arbeitgeber oder bei dem Kunden als Selbstständigen, ne? Dass ihr da noch mal drüber sprecht, vielleicht dann über die Anerkennung, über monetäre Geschichten, ne? Weil das bringt euch dann auch mehr Motivation, mehr Klarheit, ne? Wenn ihr darüber dann spricht, dann könnte es sein, dass ihr noch was da ändert auch, ne? Die Liebe, die spiegelt sich hier mit den neuen Wegen, mit den Optionen, mit den neuen Möglichkeiten. Wir haben in den Wegen, also neuen Möglichkeiten haben wir das Haus, haben wir das Geheimnis hier noch, also sprich das Buch auch, also vielleicht auch Weiterbildung und so, ne? Oder ein neues Kapitel wird aufgemacht, was euch hier in Harmonie und Balance bringt. Im Haus des Buches haben wir nun mal die Harmonie- und Balance-Karte, ne? Also auch sehr, sehr schön. So, jetzt schaue ich nochmal, ja, ich habe uns ja schon gespiegelt, wir sind in der Transformation. Also der Herzmensch oder halt männlich oder weiblich spiegelt sich mit dem Bären. Also es kann auch sein, dass es hier wirklich euer Ex-Partner, Partnerin ist letztendlich auch euer Herzmensch. Ne? Also es kann gut sein oder halt bei Singles auch ist diese Herzmensch-Person, egal ob Frau oder Mann, jemand, der selbstständig ist oder halt eine Führungsposition ist. Ne? Das kann auch sein auf jeden Fall. Stärke ist hier auch ganz klar und ja, man kann auch nochmal sehen, wenn es vielleicht auch eine Ex-Geschichte ist, dann kann es sein, dass da nochmal Kontakt aufgenommen wird, weil im Hause, jetzt gerade, wenn ich die Liebe nochmal da betrachte, bei Ex-Partner, Ex-Partnerin kommt ins Haus mit letztendlich Nachrichten, was geklärt werden muss, sollte und dazwischen sind wir halt auch, ne? Die Trennung ist dazwischen, also viele Möglichkeiten. Ihr wisst, ich könnte jetzt hier Stunden noch alles machen und rösteln und tun, aber denkt dran, ihr könnt sehr gerne persönliche Legungen bei mir buchen. Kontaktiert mich über meine E-Mail-Adresse, die ist unter dem Video oder in den Kanalinfos und dann legen wir auf euch ganz persönlich, weil es sind die allgemeinen Energien, auf jeden Fall die Tendenzen und die sind auch auf jeden Fall immer, sollten auch immer ähnlich sein und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Herbst, ihr lieben Feuerzeichen und ja, freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wieder sehen, wieder hören. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr dem Video jetzt einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich freue ich mich noch mehr, wenn ich euch mal persönlich in die Karten schauen darf. Ne? Alles Liebe, bis dann. Tschüss.